Yo Leute, was geht? Tyson hier für Athletic Statics und herzlich willkommen zum ersten Q&A. Ja Leute, wir haben Sonntag, es ist Muttertag. Ich wünsche allen Müttern da draußen natürlich einen wunderschönen Muttertag, ja, und ja, hab mir gerade mal so ein bisschen YouTubes angeguckt, die Kommentare unter den letzten Videos, auf jeden Fall schon mal an alle, vielen, vielen Dank für das geile Feedback unter den letzten Videos, dass ich wieder zurück bin, die Glückwünsche, beziehungsweise auch die Zusprechungen für die Ziele, die ich mir gesetzt habe und alles, und das Zielvideo ist jetzt auch ein Video, warum ich das Q&A jetzt gerade direkt mache, weil ich einfach ein paar Sachen dazu loswerden möchte. Werde natürlich aber auch auf andere Fragen eingehen, die unter den Videos zustande gekommen sind. Und zwar, wir gucken uns einfach mal direkt das Zielevideo an. Und zwar, genau, also ich habe jetzt mal aufgerufen, und bevor ich jetzt hier auf irgendwelche speziellen Fragen oder Kommentare eingehe, erstmal vorneweg. Das Video heißt Trainingsplanung, ja, und in dieser Trainingsserie geht es darum, dass ihr mitverfolgen könnt, was ich tue und warum ich es tue und eventuell daraus lernen könnt, ja. Und dieses Video hieß nicht Ziele für 2018 oder meine Ziele oder weiß ich nicht was, sondern um die Trainingsplanung. Ich muss ja irgendwo offenlegen, was in meinem Kopf vorgeht, damit ihr versteht, was ich tue. Es ging jetzt nicht darum zu sagen, ey, yo, in 2 Jahren beuge ich 320 und fick euch alle fett in den Arsch. Darum ging's nicht. Es ging einfach nur, dass ihr verstehen könnt, okay, ich möchte in 2 Jahren eventuell in dem Bereich sein, also habe ich einiges an Arbeit vor mir. Also sehr, sehr, sehr ambitionierte Ziele, wie auch einige festgestellt haben. Definitiv. Aber es geht im Grunde nicht darum, irgendwie eine Kampfansage zu machen oder nach draußen zu sagen, das und das schaffe ich und dann das jetzt zu beweisen, sondern es geht um die eigenen Ziele, die ich mir intern setze, damit ihr nachvollziehen kann, was ich mache. Ich hätte diese Ziele auch für mich behalten können, nur dann, wenn ich demnächst mein Training gestalte, würden sich einige fragen, warum machst du das? Deswegen muss ich irgendwo nennen, was ich vorhabe zu erreichen, ja, und es geht nur, viele haben dann geschrieben, 790er Total, blabla, du spinnst dies, das, es ist ein 700er bis zu einem 790er Total, wo ich ungefähr hin möchte, das ist das Ziel. Wenn ich nur 670 Total erreiche, dann juckt mich das nicht, ja, aber das Ziel dient nur dazu, mich zu motivieren, alles herauszuholen, selbst wenn ich 20 Kilo weniger schaffe, selbst wenn ich 50 Kilo weniger schaffe, es juckt mich nicht. Ich weiß aber, ich habe alles getan. Und einfach aus dem Grund, weil ich mir Druck gemacht habe. Und alles getan heißt jetzt nicht für all die, die meinen, ich würde mich da zerschießen, dass ich das Gewicht noch mehr steigern muss. Und dass ich das, dass ich, weiß nicht, mit so viel Gewicht trainiere und so viel trainiere. Es geht darum, dass das Ziel so krass ist, dass ich das Training so optimal wie möglich gestalten muss. Und optimal bedeutet in dem Fall nicht mehr Intensität, mehr Gewicht, mehr Frequenz, mehr Volumen, sondern optimal bedeutet optimales Gewicht, optimale Frequenz, optimales Volumen. Und darum geht es doch. Ich möchte euch in der Theorie und in dem Trainingsding hier zeigen, wie man das annähernd optimal hinbekommt. Und wenn ich dieses scheiß Ziel erreiche oder nur annähernd erreiche, dann könnt ihr euch sicher sein, dass das, was ich verdammt nochmal getan habe, Hand und Fuß hat. Ja, und nur darum geht es. So, andere haben jetzt gefragt, Wir gehen jetzt auf ein paar Fragen ein, meine Freunde. Auf ein paar Fragen. Jetzt, dass ich das mal festgestellt habe. Also es geht nur darum, dass ihr mich nachvollziehen könnt in dem, was ich tue. Es geht um keine fucking Ansage an alle KDKler, die sich auf den Schlips getreten fühlen. Ich mache diese Leistung für mich. Ich muss keinem da irgendwas beweisen. Es geht um mich. Ja? Und wenn ich nur 230 beuge, ja, 230 würde mich vielleicht schon jucken. Ja? Also meine Bestleistung will ich schon noch haben. Aber es juckt mich nicht. Ich definiere mich nicht über meine Kraftleistung. Ich habe die letzten 2 Jahre nicht trainiert, weil ich andere Sachen zu tun hatte. Um das hier zu verwirklichen, um mein Powerlifting machen zu können, habe ich die letzten 2 Jahre nicht trainiert. Ja, und mir ging es nicht schlecht. Ich habe mich nicht schlecht gefühlt. Ich habe mich wohl gefühlt in meinem Körper. Also mir geht es nicht. Ich brauche den Sport nicht, um mich darüber zu definieren, sondern ich mache das, weil mir das Spaß macht. Mir macht leistungsmäßiges Spaß, mich zu steigern, mich zu verbessern. Das habe ich die letzten 2 Jahre eben auf anderen Wegen gemacht, in anderen Bereichen. Und jetzt möchte ich das Ganze wieder im Sport machen. Ja? Für mich ist es ein Kampf gegen mich selber. Neue Ziele erreichen, mich selber fordern. Ja?
Und selbst, es ist nun mal eine Gratwanderung, es ist Leistungssport irgendwo, ja? Jetzt kommen wir aber zu den Kommentaren. Zum Beispiel, erster Kommentar. Ich mag dich, aber deine Ziele sind so unrealistisch, wie 9,x Sekunden auf 100 Meter zu laufen für dich. Ich schätze sehr eure Meinung, Leute, ja? Also, konstruktiv, Kritik, dies, das, kannst du verbessern, so sieht's aus dem und dem Grund. Aber sowas, lieber Hans Hoffmann, who cares? Jetzt weiß jeder, was du denkst. Inwiefern hat das mir weitergeholfen oder anderen Leuten weitergeholfen? Es hat deine Zeit verschwendet und meine Zeit verschwendet. Ich meine, natürlich ist das irgendwo... Ja, ich ecke an in dem, was ich sage, weil ich bin eingebildet und arrogant, das überhaupt zu behaupten. Nein, das sind meine Ziele. Ich öffne mich, damit ihr nachvollziehen kann, was ich vorhabe zu machen. What the fuck? Den Kommentar kannst du dir so tief in deinen Arsch zurückschieben. No offense. Mir ist eure Meinung wichtig, ja? Aber sowas brauche ich nicht. That's Q&A, motherfuckers. Zum Beispiel sowas. Von einem Grunde nichts auf mindestens ein 700er Total in nicht mal 2 Jahren. Das will ich sehen. Wünsch dir auf jeden Fall, dass es klappt und du dich nicht wieder aus Dummheit verletzt. Hier wird angemerkt, ey, das, was du vorhast, das ist eine heftige Sache. Aber ich wünsche dir viel Glück. Ich hoffe, dass du dich nicht verletzt. Weil Tyson, du weißt, du hast dich schon öfters verletzt. Pass also auf. Alles klar. Er hat gesagt, das ist ein sehr ambitioniertes Ziel, Mr. Tyson. Arsch. Ich hoffe aber, dass du es schaffst. Auch wenn ich glaube, dass du sehr, sehr aufpassen musst, dass du es nicht verbockst. Vielen Dank. Habe ich geantwortet. Das ist ein guter Kommentar, Arsch. Freut mich, dass du wieder reinhaust. Reinhauen kannst. Ich wünsche dir, dass du verletzungsfrei bleibst. Kill it. Vielen Dank. Ja. Auch Kritik. Warte mal ab hier. Deine Zielwerte sind schon ein bisschen heftig, oder? Fragezeichen. Und selbst das ist, Joe kennt mich, also den weiß ich, dass er mich schon länger verfolgt. Das ist ein angenehmer Kommentar, darauf kann ich antworten. Schon, aber was aber viele unterschätzen, ich habe keinen klassischen Beruf. Das ist auch sowas. Ich habe keinen klassischen Beruf. Ich habe kein Studium. Ich habe die letzten zwei Jahre mir etwas aufgebaut, um mir das hier zu ermöglichen. Ja? Das heißt, ich habe keine negativen Stressfaktoren, die außerhalb vom Training aufkommen. Außer minimal, was ich selber so ein bisschen einschätzen kann und auch einteilen kann. Und klar, die Ziele sind ambitioniert, vor allem aus einer Trainingspause heraus. Aber die Werte, die ich damals hatte, waren, also damals meine Werte waren ja ca. 240, 100, 42 und 260. Und die waren auch aus einer Trainingsphase heraus, wo ich da mal ein Jahr lang wirklich mal darauf hintrainiert habe. Mit schlechterer Trainingsplanung, mit keinem Wert auf Ernährung und mit letztendlich 88 Kilo Körpergewicht. Also, ne? Also es ist nicht so unrealistisch, zumal es Richtwerte sind für mich selber. Hier hat auch nochmal jemand geschrieben, Alter, du gehst in deiner Theorie unter, es sollte sich kein Athlet einem System anpassen, sondern sich das System an dem Athleten. Ob du 260, 270 in 19 Monaten oder in 12 Monaten ziehen kannst, entscheidet sich auf dem Weg deiner Rehabilitation. Steck die kürzere Ziele mit den PRs und baller jedes Training M-Raps, als ginge es um dein Leben. Du schreckst dich durch die strikte Einhaltung vieler Faktoren viel zu sehr ein bei dem Projekt. Sportliche Grüße. Wichtiger Punkt. Was jetzt bestimmt viele gedacht haben, ist, ich will auf Krampf auf die 290 Kilo kommen. Und wenn ich am Ende nur bei 260 bin und nur noch 3 Monate habe, dann steigere ich jedes Training einfach um 10 Kilo, oder was? Das ist es nicht. Ich setze die Ziele so hoch, dass ich von vornherein weiß, dass ich alle Faktoren, die mir ja, zur Verfügung stehen, mit einberechnen muss. Ich gebe euch ein kleines Beispiel. Ich werde Wadentraining, beziehungsweise ich habe Wadentraining mit in mein Training eingebaut. Aus folgendem Grund. Über 19 Monate Wadentraining wird meine Waden zumindest zu einer Prozentzahl wachsen lassen und gibt mir bei der Kniebeuge, ich trainiere Waden aus folgendem Grund, gibt mir bei der Kniebeuge in der untersten Position mehr Puffer, auf dem ich abbouncen kann. Aus dem Grund trainiere ich Waden. Versteht ihr das? Ich setze mir die Ziele so hoch, dass ich mich nicht einfach auf einem 5x5 oder weiß ich nicht was für einen Plan ausruhen kann, sondern dass ich das Optimum suchen muss, um diesen Sport auf dem Level dann betreiben zu können. Selbst wenn es 30 Kilo weniger sind. Aber ich habe alles versucht, um dahin zu kommen. Darum geht es, ja. Und das mit dem ridiculous Beispiel mit den Waden ist kein Scherz. Ja, ich trainiere Waden, damit ich in der Kniebeuge unten mehr Masse habe, auf der ich mich abfedern kann.
um das zu optimieren. So ridiculous ist das. Aber genug von dem Thema. Ich wollte es nur kurz ansprechen, worum es geht. Ich will keinem auf den Schlips treten. Es geht nur um mich. Es geht nur um meine Entwicklung. Wir lassen das jetzt einfach mit dem Thema. Es hat mich nur gerade ein bisschen so... ja, ich finde es sehr interessant, dass Leute ihre Meinung für so wichtig empfinden, ohne konstruktiv oder sonst irgendwas, Erläuterungen einfach nur hinzuschreiben. Das ist lächerlich. Das ist lächerlich. Ja, so Kommentare zu schreiben, sich die Zeit zu nehmen, das zu schreiben, das ist lächerlich. Weißt du? Das ist behindert. Da ist jemand, der setzt sich selber Ziele und will die erreichen. Es geht nicht, es geht um keine Kampfansage. Ich weiß nicht, warum ihr alle so euch angegriffen fühlt von diesem Typen, der 80 Kilo wiegt und so eine Scheiße labert. Warum fühlt ihr euch angegriffen? Habt ihr Angst oder was ist los? Freunde, beruhigt euch, alles gut. Ich bin noch weit entfernt und wenn es nach euch geht, erreicht es doch sowieso nicht. Also easy chill. Chillt die Nüsschen, ja, alles gut. So, und dann zum Thema, zum anderen Thema. Es hatte jemand gefragt, ob ich denn auf dem naturalen Weg bleiben möchte. Ja? Davon abgesehen, dass einige denken, dass ich sowieso schon gestofft hätte. Das ist mal zur Seite gestellt. Das Thema Stoff ist sowieso so eine Geschichte. Das ist immer sehr schwierig, aber ich möchte euch versichern, guckt euch die Trainingsserie ganz, ganz, ganz genau an. Vor allem an die Leute, die meinen, ich würde stoffen. Guckt sie euch an. Jedes Video und versucht Indizien zu finden dafür, dass ich stoffe. Tut es. Oder stoffen werde oder was weiß ich was. Ja, und an die anderen Leute, die sich diese Fragen stellen, bei den Werten, Zielsetzungen, hey Dyson, möchtest du behindert, willst du jetzt stopfen oder was? Nein, möchte ich nicht. Das heißt, auch wenn ich 20 Kilo weniger schaffe oder 40 Kilo weniger, es ist mir egal. Ich werde nicht stopfen, nur um diese Ziele zu erreichen. Das ist, dazu wird vielleicht nochmal ein separates Video kommen, warum es überhaupt gar keinen Sinn macht, aus irgendwelchen Gründen, im Krafttrainingsbereich zu stopfen. Macht es nicht. Ja, außer fürs Ego. Aber fürs Ego, dann hätte ich die letzten 2 Jahre was anderes gemacht, als wie der letzte Hering rumgerannt. Wie dem auch sei. Aber für die Leute, die sich das gefragt haben, nein. Natural as fuck, so weit wie es geht. Selbst wenn die Knochen brechen. Was wir nicht hoffen wollen. So. Und jetzt zu den richtigen Fragen. What the fuck? Was ist das für ein Q&A? Ist mehr ein Fuck auf die Hater. Hans ist da. Die Menge schreit. Amena. Video. Community. Die Community. Da musst du immer auf Community klicken, um hier die Kommentare zu lesen. Und dann liest du so eine Scheiße. Yeah. Wirbelfröbel hat mir einen guten Tipp gegeben. Leg dich einfach hin und drück, du Arschloch. Und genau das werde ich machen. Ich werde einfach machen. Und dann gucken wir, wo wir rauskommen. Weil darum geht's doch eigentlich. Igor Heinz hat geschrieben, ein Patella-Dysplasie ist doch eigentlich eine Fehlbildung der Patella. Du beschreibst da eher eine muskuläre Disbalance. Finde die Diagnose irgendwie komisch, aber übernices Video immer noch. Vielen Dank für das Feedback, generell an alle jetzt, auch wenn ich die Kommentare hier nicht vorlese. Feedback unter den letzten Videos war ultra nice, sehr, sehr geil, vielen Dank. Richtig, eine Patella-Dysplasie ist eigentlich eine Verformung der Patella und deswegen ein falscher Abrieb. Der Arzt meinte, dass ich sowas habe und es angeboren sei. Ich glaube aber nicht, dass es der einzige Auslöser für mein Knöchel ist, sondern dass dazu kommt, dass die Patella auch noch weiter rechts verläuft, was sie auch tut, definitiv. Also sie ist auf beiden Seiten zu weit rechts, also zu weit außen, als sie eigentlich sein muss. Deswegen habe ich das so ein bisschen vermischt. Ich versuche es über die muskuläre Disbalance auszugleichen derzeit und bisher funktioniert es auch sehr, sehr gut. Die Frage ist, ob du dir erst wieder die Schulter oder die Knie zerfickst. Jeden Tag ist viel zu viel für deinen Körper, Brudi. Fang doch erstmal klein an mit 3-mal die Woche. Hat Adler Müller geschrieben. Es haben mehrere geschrieben. Ja, jetzt am Anfang, wo ich gesagt habe, ich habe Squat Everyday gemacht zum Reinkommen. Viele geschrieben, Digga, du zerfickst dich wieder, du willst wieder viel zu viel. Ihr müsst wissen, dass ihr nur 30% der Wahrheit kennt, wenn ich sage, ich habe Squat Everyday gemacht. Ihr habt nicht die Intensität. Ihr habt nicht das Volumen. Ihr habt nur die Frequenz. Ja? Das heißt, ihr wisst nur, okay, derjenige hat jeden Tag gesquattet. Das heißt aber nicht, dass er jeden Tag heavy gesquattet hat. Das heißt auch nicht, dass er jeden Tag mit hohem Volumen gesquattet hat. Sondern es ging vor allem in der Einführungsphase. Das Video hat gerade leider gestoppt. Es ging in der Einführungsphase nur darum, wieder die Bewegung zu lernen, in die Bewegung reinzukommen, den Körper daran zu gewöhnen, zu schulen, überhaupt wieder zu funktionieren, inter- und intrakoordinativ. Ja? Bedeutet, ich habe jeden Tag Squats gemacht,
am ersten Tag mit 40 Kilo. 40 Kilo Safety Bar Squats. Das war gar kein Problem. Ja, es ging aber nur darum, dass der Körper die Bewegung lernt und ich eine Durchblutung im Körper habe, die Muskulatur dynamisch gedehnt wird, ich den Körper durch Bewegungsabläufe führe. Und ja, was ich gerade schon gesagt habe, dynamische Dehnung, dass quasi die Muskulatur, Sehnen erstmal wieder gestretched werden, sich so rantasten können. Am nächsten Tag habe ich 60 Kilo gemacht. Auch kein Problem, ja. Wie viele Reps habe ich gemacht? 5, 6, 7 Stück? Ist gar egal, es ging nicht darum, jetzt so am Limit zu trainieren oder so. Nur um Bewegung. Das ist sowieso was, ein Tipp, den ich vielen geben kann, die jetzt wieder einsteigen ins Training. Guckt erstmal, dass ihr euer Werkzeug wieder zusammenbekommt, ja. Das ist so, als würdet ihr, ja, ihr müsst euch das vorstellen, als würdet ihr, ihr werdet Steinmetz und wollt hier an der Skulptur arbeiten und jetzt kommt ihr aus der Trainingspause und euer Hammer ist kaputt. Jetzt müsst ihr erstmal euren Hammer wieder zusammenkriegen und der Hammer ist zum Beispiel die Übung Kniebeuge. Ihr müsst erstmal wieder die Werkzeuge hinbekommen, um überhaupt trainieren zu können. Und deswegen Squat Every Day, um die Bewegung reinzubekommen. Am dritten Tag habe ich vielleicht 80 gemacht und gemerkt, okay, gut, 80 ist schwer. Dann bin ich wieder runtergegangen auf 45. Warum? Einfach, damit ich jeden Tag die Bewegung reinbekommen kann, jeden Tag eine Durchblutung habe und hier ging es gar nicht groß um eine Belastung oder so. Ja? Und das war die ersten 8-9 Tage, dann bin ich übergegangen zu einem normalen Training, habe ich gesagt, okay, das funktioniert alles wieder gut, ich bin wieder drin, fühlt sich alles easy an, 90 Kilo habe ich dann, was habe ich gemacht, 5x8 oder 6x8, das war auch nicht am Limit, aber es ist Bewegung reingekommen und dann ab da konnte ich wieder halbwegs normal trainieren. Ja? Also das möchte ich euch auch mitgeben, es wird viele Sachen geben, die ich in den Videos sage, du kannst im Video nicht immer die hundertprozentige Wahrheit abdecken und alle Faktoren. Ich werde halt immer nur Punkte beleuchten und ihr dürft nicht immer vom Schlimmsten ausgehen und vom weiß ich nicht was, sondern fragt einfach mal nach. Hey, bei den sieben, wenn du jetzt sagst Squat every day, hast du jeden Tag schwer gesquattet oder was? Pass auf, ne? Aber statt einfach zu sagen, du machst dich kaputt, du bist dumm. Nein, what the fuck, du kennst die Fakten nicht. Fragt einfach nach, ja? Fragt nach den Fakten, bevor ihr wieder von irgendwas ausgeht und wieder eure Meinung, dass ich hasse das, ja? Ich bin YouTuber, in Anführungszeichen. Ich sage zu vielen Themen meine Meinung, hau sie einfach raus und ihr müsst damit klarkommen, so, ja? Und ich weiche auch nicht davon ab. Aber ich gehe nicht zu Leuten hin und hau meine Meinung unter das Video, sondern ich stelle meine Meinung hin und jeder, der es angucken möchte, kann es angucken. Ich würde niemals zu jemandem hingehen und sagen, so, das ist meine Meinung. Nee. Nee. Das mache ich nicht. Aber das machen viele in den Kommentaren und ich finde das sehr anstrengend, schwierig, aber das ist das Los des YouTubers. Nur ich wollte es mal kurz adressiert haben. Also das erste Q&A ist so ein bisschen eine Lehrstunde, habe ich das Gefühl. Ich bin so ein bisschen am Haten gerade. Jetzt werde ich selber zum Hater. Apropos Frisur, fällt mir gerade auf. Ich könnte mal die Mütze hier aufsetzen, weil das ist die frühmorgendliche, ich gebe einen Scheiß drauf Frisur, meine Freunde. So, das Thema auch abgehakt. Ja, hier läuft. Okay, ich finde jetzt nicht mehr gerade alle Kommentare. Aber auch hier nochmal, es gibt auch viele positive Kommentare. Ich konzentriere mich halt jetzt gerade mehr auf die als schlimm, als Beispiel, weil ja ziemlich viele auch so gekommen sind, so maßregelnd und Tyson macht das, macht jenes. Ich möchte eins feststellen, ich habe eine eigene Struktur. Ich bin auch jemand, der sich für sehr, kompetent hält, ja, beziehungsweise ich bin sehr von dem überzeugt, was ich mache, sonst würde ich es nicht nach außen tragen und deswegen ist es schwer. Ich lese mir das natürlich durch und ihr habt auch recht, wenn ihr das sagt, nur ihr kennt halt meistens die Details nicht, ihr kennt meinen Körper nicht und es ist nur natürlich, dass ihr euch auch zum Teil Sorgen macht, das ist ja auch kein Problem, also ich bin jetzt nicht gegen die Kommentare, die sich da wirklich, habe ich ja am Anfang gesagt, die auch irgendwo produktiv sind oder eine normale Frage stellen, auch wenn die Frage ein bisschen in Frage stellt, ob ich noch ganz klar im Kopf bin, das ist alles okay, mich nervt es nur, wenn Leute einfach nur ihre Meinung hinschreiben, nichts begründen und gar nichts, so, und mir das vor die Füße klatschen, das ist das Einzige, was mich abfuckt, so, alles andere, her damit, ne? Also ich bin, ich bin ein leistungsorientierter Mensch, das habe ich schon immer gesagt und viele können das auch nicht nachvollziehen, aber ihr wisst auch nicht, was ich für einen Alltag habe und ich habe mir auch Strukturen gebaut, um das hier überhaupt betreiben zu können, ja, auf dem Level, auf dem ich es betreiben möchte. Das heißt, ihr kennt nicht immer alle Fakten und da darf ich euch auch nicht böse sein, weil ich weiß ja, dass ihr nicht alle Fakten kennt, aber reflektiert erstmal und vielleicht fragt ihr erstmal, okay, sieht das so und so aus oder warum kannst du das so machen? Also nicht immer direkt so negativ,
Wisst ihr, Freunde, wir wollen positiv bleiben hier, vor allem jetzt, wo wir den Content ballern. Ja. Ihr sollt was lernen hier auf dem Kanal und ich möchte einfach nicht so viel Negativity. Das Ding ist, die Kommentare bzw. die Videos werden ja auch nicht negativ bewertet. Das muss ich ja auch, also die Leute, die da die Kommentare schreiben und ihre Meinung schreiben, das ist auch nicht böse gemeint. Ja. Also ich bin euch auch nicht... Ich bin jetzt auch nicht, also wisst ihr es, ich schiebe jetzt keinen krassen Hate so, ne? Nur ich wollte es nur mal klar machen, wie das Ganze denn rüberkommt. Ich hoffe, ihr guckt überhaupt noch bis hierhin und habt nicht schon wieder abgeschaltet und seid am Disliken wie sonst was. Sondern, ne, einfach nur so die Art und Weise wie, klar, das Video kam plump, ja, und vor die Füße, aber, ja, nicht gezielt an euch. Ich wollte euch nicht auf den Schlips treten damit, ja, aber ihr habt automatisch so... Tyson, so, wisst ihr, deswegen, aber darüber chillen wir jetzt. Es geht jetzt um andere Themen. Und zwar, ich finde die Kommentare gerade nicht, aber ein paar hatten gefragt, warum ich jetzt in dem neuen Studio trainiere, ob ich das alte, ob das nicht mehr da ist, ob ich Sachen verkauft habe, ob ich insolvent bin. Nein, meine Freunde, und zwar aus dem gleichen Grund, den ich gerade eben schon so ein bisschen angesprochen habe. Ich möchte mein Training optimieren für die Ziele. Das bedeutet weniger Stress. Das bedeutet aber auch, ich möchte Arbeit und Hobby, in Anführungszeichen oder Arbeit und Sport, trennen. Bedeutet, ich möchte in ein normales Fitnessstudio gehen mit normalen Menschen, die alle nichts liften, größtenteils, und damit Training vollführen. Das Flair ist ein bisschen besser und das alte Studio wird zum Teil als Lager genutzt und zum Teil jetzt für Personal Trainings oder Seminare genutzt. Und deswegen ist das im Moment so, ich trainiere jetzt in dem anderen Ding. Das Studio gibt es theoretisch immer noch, das andere, aber das wird jetzt nur für Seminare, Personal Trainings und so Geschichten genutzt, die ich mal vor 2,5 Jahren angekündigt hatte, vor 3 Jahren, als ich noch nicht wusste, wie viel Arbeit der Rest hier alles wird, was im Hintergrund abläuft. Und das wird jetzt umgesetzt. Dafür mache ich das Ganze ja hier. Denn Athletic Aesthetics sollte ja mal eine Bewegung werden. Und das wird jetzt auch eine fucking Bewegung. So. Und was ist passiert mit meiner Hand? Warum habe ich mir die Hand überhaupt gebrochen? Die Frage kam ein paar Mal auf. Ihr erinnert euch vielleicht auch an diesen Box-Dummy bei uns in der Halle. Dieses schwarze Ding, was nie aufgepumpt war. Wir haben da mal dann Wasser reingefüllt, ja. Und ich habe für eine Woche lang Boxtraining da gemacht. Also immer ein bisschen geboxt, nach dem Training, vor dem Training. Und in einer Einheit stand das Ding da. Ich wollte nicht wirklich gegen das Ding boxen, weil mir die Hände hier vorne schon wehtaten. Und habe dann halt so ein bisschen Schattenboxen gemacht. Halt so, wie man das halt macht, mit offenen Händen. Bam, 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 bam. Und war dann so im Modus, habe so eine Combo gemacht. Und aus Reflex, fragt mich nicht wieso, aus Reflex ziehe ich mit der rechten Hand voll durch, mit dieser Handhaltung, ja, also so, voll durch, gegen den Dummy, treffe den Dummy hier und mir knickt halt der Finger ab, also quasi so. Und dann hing der Knöchel da und der Knochen da. Letztendlich war meine Hand gebrochen, also hier der Mittelhandknochen, und musste operiert werden. So, morgen kriege ich übrigens den Draht raus, also morgen werde ich operiert. Ich wollte das Video davor machen, weil ich nicht weiß, wie das die nächsten Tage wird. Und ja, so habe ich mir die Hand gebrochen und habe jetzt einen kleinen Rotationsfehler, aber was soll's, meine Freunde? Ja, der ein oder andere hat auch noch gefragt, ob ich denn überhaupt wieder Powerlifting machen möchte oder ob ich den Bodybuilder-Lifestyle liebe. Und ich denke, die Frage hat sich wieder erübrigt, jetzt mit der Zeit oder mit dem Ziele-Video. Und auch hier nochmal, das ist no offense, das sind meine eigenen Ziele und ich möchte auch generell noch was sagen. Eine wichtige Sache ist bei der Zielsetzung oder wenn ihr euch Sachen vornehmt, setzt Ziele optimistisch, ja, aber haltet eure Erwartungen pessimistisch. So nach dem Motto, es gibt einen Spruch, ich kriege ihn nicht mehr ganz zusammen. Also das Ding ist, ihr müsst nach den Sternen greifen, aber ihr dürft nicht enttäuscht sein, wenn ihr nur den Mond bekommt. Ja, so nach dem Motto, in Anführungszeichen. Das ist sowas, ihr müsst die Ziele richtig, 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 richtig hochsetzen und alles dafür tun, dass ihr sie erreicht. Das Wichtige ist nur, dass ihr dann nicht aufgebt oder enttäuscht seid, wenn ihr sie eben nicht erreicht, sondern ihr müsst dann trotzdem weitermachen, bis ihr sie erreicht. Und selbst wenn ihr sie dann nicht erreicht, niemals den Biss, den Fokus verlieren. Ja? Nicht enttäuscht sein, nicht aufgeben, immer weitermachen. Und das ist auch so ein Ding, ich setze mir immer hohe Ziele, egal was ich mache. Ja, und selbst wenn ich diese nicht erreiche, ich erreiche Ziele, die sich andere trotzdem nicht träumen hätten lassen können. What the fuck? Ja, einfach weil sie es nicht versucht haben oder
ihre Ziele nicht hoch genug gesetzt haben. Das ist auch sowas, kleine Lektion am Ende nochmal. Das Ding ist, wer von euch wäre denn auf die Idee gekommen, Waden zu trainieren, um in der Kniebeuge besser zu werden? Wenn deine Ziele hoch genug sind, dann musst du das Bild anders angucken. Hätte ich mir jetzt das Ziel gesetzt, in den 19 Monaten 180 Kilo zu beugen, dann wüsste ich, dass ich das auf jeden Fall schaffe. Bei 180 Kilo, die habe ich vielleicht, die beuge ich wahrscheinlich sogar in den nächsten 3 Monaten schon. Könnte ich. Oder in den nächsten 2,5, 3 Monaten nach der OP. Das ist ja kein Ziel in dem Sinne. Da weiß ich ja, dass ich das schaffe. Das ist ja, dann könnte ich mich ausruhen, 3-mal die Woche trainieren, mir ist 2-mal die Woche trainieren und ja. Aber das macht doch nicht den Reiz aus. Also für meines Erachtens nicht. Weil, das ist ja gewiss, das ist ja nichts Neues, da muss ich mich ja nicht verbessern. Hohe Ziele verleiten einen dazu, zu gucken, wo kann ich mich selber verändern? Wo kann ich das meiste rausnehmen? Kann ich Waden trainieren, um vielleicht unten besser rauszukommen? Muss ich meine gesamte Technik überdenken? Hat meine Technik vielleicht gar keine Zukunft? Man muss viel größer denken und an viel mehr Schrauben drehen, um überhaupt dahin zu kommen. Und man hat auch viel mehr Möglichkeiten dann, weil man einfach ein anderes Denkmuster hat. Wenn ich denken müsste, 200er Beuge, dann wüsste ich, okay, ich trainiere einfach Beuge, komme ich hin. Wenn ich aber sage, 290er Beuge, dann, wow, shit, wie soll ich da hinkommen, Alter? Okay, da muss ich auf jeden Fall erstmal in Phasen untergliedern. Ich brauche auf jeden Fall mehr Muskelmasse, um überhaupt annähernd das Beugen zu können. Das steht fest. So, also das heißt, ich brauche Hypertrophiephasen. Okay, dann natürlich muss irgendwann die Kraft aus der Hypertrophiephase rauskommen, also ich brauche eine Kraftphase und ich muss gut gepiekt sein, definitiv. Also ich brauche mehr Planung, als nur, ich muss nur 5x5 trainieren und kann das dann beugen. Ich muss direkt, okay, in Phasen untergliedern. Dann, ich darf mich auf gar keinen Fall verletzen. Das heißt, ich brauche Deloads. Ich brauche Deloads nach jedem, sagen wir mal, alle 5 Wochen Deload. Okay, für Regeneration, zentrales Nervensystem, Hormone, passive Strukturen brauchen Regenerationszeit. Alles klar, was brauche ich noch? Was könnte ich noch machen? Dehnungsverkürzungszyklus. Okay, da das Maximum rausholen. Das heißt, die Technik anpassen daran. Schwache Muskelgruppen ausgleichen. Verletzungsprävention ganz hochgeschrieben. Ernährung muss auf jeden Fall stimmen. Ich muss mal das so optimal machen, dass ich in jeder Hypertrophiephase aufbaue. Und das zack, 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 zack. Das heißt, du musst viel mehr machen, machst automatisch auch mehr. Und selbst wenn du nicht hinkommst, du machst aber auf jeden Fall mehr Gains, als hättest du dich ja die kleineren Ziele gesetzt. So. Das als Abschluss zu dem Q&A-Video. Ich hoffe, ich konnte einige Fragen beantworten, beziehungsweise waren ja gar nicht so viele Fragen, aber ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen Einblick geben, wie das Ganze gemeint ist, in vielleicht auch meine Person. Vielleicht sind die Q&A-Videos auch dafür da. Wenn ihr Fragen habt oder sonstige Anregungen, schreibt sie in die Kommentare. Ich hau ein massiges Video dazu raus. Und ja, meine Freunde, das hier soll ein Geben und Nehmen sein. Ja, ich will euch Tipps geben. Ihr sollt das Ganze miterfahren können. Ihr solltet die Wahrheit erfahren können. Also ihr solltet es auch ehrlich erfahren können. Ich versuche es auch so transparent zu machen, wie es geht. Dafür erwarte ich aber auch ein bisschen Taktgefühl. Die meisten haben das. Ja, aber vielleicht kann ich den einen oder anderen umstimmen, der da einfach seine Meinung rausposern hat. Vielleicht interessiert mich das gar nicht so sehr, was ihr denkt, wenn ihr nur euren Gedanken daraus haut. Vielleicht würde ich mir, wenn ihr das auf YouTube so ein Video machen würdet, vielleicht würde ich mir das gar nicht angucken. Ja, vielleicht will ich es gar nicht wissen. Vielleicht habe ich meine Ziele für mich und nicht für euch. Ja, denkt mal drüber nach. Ich will auch nicht wissen, wo ihr finanziell stehen wollt in 2 Jahren und urteile darüber. Ich meine, gut, ihr macht doch kein Video darüber, aber ich würde es mir auch nicht angucken, weil es mich nicht interessiert und mich nichts angeht. So, es geht für die Leute, die das mitverfolgen wollen, die was lernen wollen. Ihr scheint alle so, ihr wisst das doch alles schon. Ihr scheint so, als werdet ihr selber Kardikaler, Powerlifter, als könntet ihr nichts mehr lernen. Warum guckt ihr den Kanal dann? What the fuck? Verstehe ich nicht. Aber gut, meine Freunde. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall an alle für das geile Feedback, was ich sonst so bekommen habe. Wir ziehen durch, meine Freunde. Athletic Statics Army. Checkt uns ab auf Instagram, Facebook, Twitter. Nein, wir haben gar kein Twitter. Wir haben aber Instagram. Checkt uns ab. Peace. You should pull the fucking trigger. Pull the trigger. Ain't nobody gonna do for you. Pull the trigger. Don't hesitate, just shoot. Yeah, why you believe in the propaganda? Why everybody sound like they want